jetzt aber. Ich fange aber nochmal komplett neu an. Auch für YouTube. Ist jetzt irgendwie doof, ne? Ja, hallo YouTube, ne? Ich muss halt jetzt das zweite Mal anfangen, gerade mit der Aufnahme, weil der Chat mich nicht daran erinnert hat, dass ich den Game-PC gemutet habe. Weil wir gerade die neue X-Factor-Folge geguckt haben. Ja, und deswegen komme ich jetzt in Erklärungsnot. Nightway Home, nachts nach Hause und... ist einfach... Ich habe gerade noch fröhlich ausgesehen, aber jetzt muss ich halt nochmal neu anfangen und jetzt ist einfach direkt das ausgebrochen. Da ist einfach, gerade eben war es noch so ein richtiges, so ein Clownsgesicht, aber jetzt ist einfach, ja, gut. Ihr hört jetzt aber Sound, ne, im Hintergrund zirpen die Grillen. Und wir haben wieder Collectibles, da freue ich mich am meisten drauf, kann ich da draufklicken? Boah, ist das hell, okay, cool. So, Sprachen wie immer, ja, okay, Team Viet, ne, nehmen wir wieder. Choi Tu Dao, Ketuk und Neudung Ngui Ung Ho. Bosutab. Ich nehme einen anderen Gon Ungu und zwar Englisch. So. Und wir gehen jetzt nachts nach Hause. Man kennt es. Nach der Schule wahrscheinlich. Wenn man um 22 Uhr aus der Schule kommt, ja, weil man hat sich wieder so begeistert, dass man extra noch ein paar Extrakurse belegt hat und so, klar. Da geht man halt gerne nach Hause. So, um dann einfach noch Hausaufgaben zu machen bis 2 Uhr morgens, schlafen gehen, bis 6 Uhr wieder aufstehen und dann wieder in die Schule. So, machen wir so. Ich mache ein neues Spiel. Es ist sehr hell. Guten Morgen. Wie spät ist es? Oh, sie ist schon zur Arbeit. Ich bin Schüler und wohne offenbar schon mit einer Frau zusammen, glaube ich. Ich bin unsicher. Die hat ihren Schmuck, lässt sie in der Fensterbank liegen, lässt ihre Nagetiere hier im Bett, alles. Und ich habe hier so einen Wimpel aufgehangen von meinem Lieblingsfußballverein. Er könnte auch die Mutter sein. Aber wieso sollte die mit mir im Bett liegen, im Gleichen? Ne, ich frage einmal. Ich stelle keine Fragen. Wir interpretieren einfach rein. So. Könnte ja auch Mutterschmuck sein. Der gute Mutterschmuck. So, was kommt im Fernsehen? 中学1年生の女子が行方不明となっていることが分かりました。はい、はい。Okay, ein Mädel von der Junior High School wird vermisst. Es ist 7:40 Uhr, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ich gucke noch mal ein bisschen Fernsehen, noch ein bisschen frühstücken. Mädchen von der Junior High School wird vermisst, okay. 昨日午後8時頃、部活動を終え、帰宅途中だったとみられる. Setzdorfのもり! Die gestern um 20 Uhr abends nach einer außerschulischen Aktivität nach Hause kam, nicht nach Hause kam, die ist losgegangen nach einer außerschulischen, ne, und so, und dann, die wird einfach vermisst seitdem. Man weiß nicht genau, was da passiert ist. Und das waren dann noch wichtige Infos, die für uns wichtig wären, für das weitere Spiel, aber die müssen wir vielleicht selber rausfinden. Oh, warte mal, wie spät ist es? Immer noch 7:40 Uhr? Ich muss zur Schule. Okay, ich renn mal zur Schule. Ah, so. Ne, Kita, Tonami no Gakko no Ko, Kino kara yukuhime rashii yo. Es war gerade eben zu Hause, als ich aufgestanden bin, war es heller als hier. Oder ist es die Abendsonne? Ich bin unsicher. Auf einmal ist hier wieder, ne, und so. So. Hey, hast du schon gehört? Das Mädchen von der anderen Schule, die wird seit gestern vermisst. Ah, stelle. Ich weiß, ich glaube, es war bei der Station. Ja, das ist richtig. Sie hat gesagt, sie hat ihren Freund an der Station gelassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Aber sie hat ihren Freunden erzählt, dass sie nicht nach Hause gehen wollte, ne? Also könnte es sein, dass sie von zu Hause abgehauen ist? Ja, klar, das kann schon sein, aber ist nicht unheimlich, dass sie noch nicht gefunden wurde. Sag mal, ich habe eine Frage. Ein Mädchen, das bei einem Bahnhof vermisst wird. Wir waren auch mal bei einem Bahnhof, da wurde unsere Frau vermisst. Ist das vielleicht die Geschichte? Ist das connected? Könnte ich mir vorstellen. Na. Ja, Sigi.
Also, ich wäre abgehauen. Ah, ne. Ja, die Gerüchte besagen, da gab es auf jeden Fall häusliche Gewalt, weil bei denen immer einmal den ganzen Tag. Und es tut mir halt echt leid, aber den ganzen Tag zu Hause. Ja, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht ertragen, glaube ich. Ich hoffe auf jeden Fall, die finden die wieder. Damit die wieder nach Hause kommt? Ich will nicht nach Hause gehen, hä? Weißt du? Ich will ehrlich gesagt auch nicht nach Hause gehen. Ich würde mich zu Hause einfach nur einsam fühlen. Ich weiß, meine Mutter mag mich nicht besonders, aber... Nicht so laut! Scheiß Mopedfahrer. Oha! WASD, Left Mouse Button. Oha! Es ist doch die. Das ist doch die Station, oder? Ich glaube, wir sind die Frau als Kind natürlich von dem Typen. Hier haben wir immer geraucht. Also hier werden wir immer geraucht haben. Das ist die Station. Ich erkenne die. Hier, wo wir uns immer Schokoriegel geholt haben werden. Und hier war ich immer in beiden Toiletten drin. Haben werden sein. Und die Melodie ist auch wieder so schön. Das ist die Weihnachtsmusik wieder. Das ist genau die Station mit genau der Musik, mit genau den Automaten. Und wir sind jetzt, glaube ich, die... Okay. Enter Subway. Okay. Es wird spät. Ich sollte schnell nach Hause. Ach so, sie hatte quasi den ganzen Abend verbummelt und jetzt müssen wir sie nach Hause begleiten. Okay. Und was habt ihr heute Abend so gemacht? Ja, wir haben japanische Schulmädchen nach Hause begleitet. Gebleitet. Da geht's nicht durch. Hier arbeitet halt auch keiner, ne? Wieso arbeitet hier nie jemand? Es ist sehr dunkel hier. 7 Uhr bis 19 Uhr, okay. Hä? Was war? Hä? Kann ich irgendwas? Nee, kann ich nicht. Okay. So, da geht's raus. Also gehen wir erstmal hier lang, ne? Ich guck mal, ob ein Laden... Oh, nicht der richtige Weg. This is not the way. Es ist halt super dunkel hier unten. Was soll das denn? Was, Chief? Oh, das ist wieder Boss-Café, ne? Sontori, Chief. Der Boss-Café heißt ja Chief. Okay, das ist nice. Pocaro Sweat? Ja! Heißt hier aber anders, glaube ich. Mokka-Sweat. Oh, wie cool. Die ganzen Flaschen, die sind hier viel höher auflösend. Und hier, Pipis. Statt Pepsi, ja, Pepsi heißt ja Pipis. Will jemand eine Dose Pipi haben? Oh, cool. So, hier würde ich gerne shoppen gehen jetzt. Kommen wir von hier? Oder wieso geht's hier lang? Ich gehe mal aufs Klo. Ich hab. Normales Frauenklo. Ich gehe mal aufs Klo, ja? I should use the toilet. Okay, ich gehe mal ganz kurz eben. Entschuldigung. So, warte. Wow. Ist die wirklich da oder? Crying Girl. Hey. Hi. Geht's dir gut?
Warum weinst du denn? Hey, sag doch was. Ich möchte nicht nach Hause gehen. Oh, hey. Oh. Wenn ich ehrlich bin, will ich auch nicht nach Hause gehen. Du willst auch nicht nach Hause gehen? Sniff, sniff. Ja, ich glaube, wir zwei Seelen haben uns getroffen, um in diesem wilden Universum zu einer Entität zu verschmelzen. Das hat die genau so gesagt. Aber ich muss leider nach Hause gehen. Nein, du kannst nicht gehen. Wir sind zwei Seelen in einem wilden Universum, die sich zu einer Entität verschmelzen. Ja, was? Sniff, sniff. Das ist ein sehr schöner Lipp. Pinstift. Das war ein sehr schöner Lippenstift. Was ist passiert? Was ist denn passiert? Und dieses Geräusch, Alter, das war so ekelhaft. Das war ein ekelhaftes Geräusch. Ich muss jetzt aber doch nach Hause. Das weinende Mädchen ist weg. Das war das schlimmste Klobesuch aller Zeiten. Oh nein, Taschenlampe. Okay, Inventory, ja, okay, Mouse-Scroll, ja, alles wie immer. Wie lange war man jetzt ohnmächtig? Was ist passiert? Oh, es ist dunkel geworden. Ich habe ein bisschen Angst. Wenn du zu lange im Dunkeln bleibst, dann geht das rote Meter oder das Anxiety-Meter am oberen Bildschirmrand hoch. Und wenn es ans Limit kommt, dann gerätst du in Panik. Und wenn du in Panik bist, wird der Feind dich bemerken. Und sei vorsichtig, du kannst mit nichts interagieren, während du Panik hast. Du musst den Feind loswerden und dich beruhigen, bevor du irgendwas anderes tust. Was war das für ein Furz? Was? Was war das? Was? Was ist gerade passiert? Ich... Was? Die war zufällig hier, ne? Oh, ich rufe mal kurz Public Phone. Safe Progress, klar. Dirty paper, remember to get the security key from the locker. Don't forget, it's at the top row of the west locker. Aber, die Locker hier sehen alle gleich aus. Mach die mal locker, Junge. Aber das sind die Locker hier, oder? Don't forget, it's at the top row of the west locker. Sind das andere Locker? Ich mach mal Taschenlampe aus, damit ich es nicht besser sehe, ne? Gut. Oh, sag mal. Sag mal. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Junge, ist das laut! Junge, warum knarrt sie denn so? Was hat denn die für ein Hüftgelenk? Und warum ist sie überall? Oder habe ich nur so ein Pech? Toiletten.
Hier. Newspaper. In Rot. Ich. Warte mal. Drei, acht, neun, 1270. Das ist bestimmt eine Telefonnummer, oder? 908. So, mal gucken. In Rot. Warum ist das in Rot? Sieht aus wie eine Telefonnummer. In Rot. Irgendwo soll noch ein Schlüssel sein, aber wo? Oh, sag mal, wieso fällt ihr denn mal hin? Hör auf, da mal hinzufallen! Mann, Mädchen! Oh, boy. Junge, Junge, Junge! Also kann die mich doch orten, oder was? Oder geistert die einfach durch? Das hier ist aber grün. Hallo? Brauche ich ein rotes Telefon? Hä? Hat er gerade mit Funk das Ding aufgemacht? Wenn ich jetzt da lang renne, kommt die gleich wieder, ne? Die war doch hier hinten gerade noch. Die Junge hat die Klumpfüße. Hä? Security Room Key! Danke. Ah. Oh, holy shit, alles klar. Von Logik durchzogen. Ach, guck mal da. Das sind glaube ich, Collectibles, ne? Ein Aufkleber an der Wand. Okay, cool. Open the Exit Shutter. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Exit Shutter ist, wenn ich ehrlich bin. Knallt. Oh. Grafikfehler helfen mir weiter bei dem Spiel. Hier wird er gleich sein. Die geistert ja, glaube ich, auch im Kreis rum, oder? Oh. Okay. Was passiert hier? Ich muss zu meinem Fahrrad. Es sollte im Keller sein. Im Parking-Garage. Ich muss ganz schnell nach Hause mit meinem Fahrrad. Da pese ich aber itzund nach Haus. Okay, warte, hier nochmal. Public Phone, Safe Progress, gerne. Kann ich hier aber auch. Oh. Ich glaube. Wo ist denn die alte Tänzerhüfte? Gruselt die auch durch die Gegend, die Tänzerhüfte? Ich glaube, wir müssen noch einen runter, ne? Oh, cool. Was war das? Das war was an. Das ist ein anderer Geist jetzt. Keine Tänzerhüfte mehr. Aber kommt er hier raus? Oder kommt er von woanders? Ja, wieso musst du jetzt ihr Fahrrad holen? Ich würde halt auch einfach wegrennen. Ich würde doch jetzt nicht mein scheiß Fahrrad holen. Das kann ich auch morgen holen, wenn es hell ist.
Da geht's nicht rein, cool. Bin ich hier richtig? Hier ging's nicht. Okay, ich muss da lang, ne? So, Taschenlampe mal ausmachen, Batterien sparen. Okay, vergiss es. Ist keine gute Idee mit der Taschenlampe. Ich glaube, wir müssen halt da nach unten. Aber was war das da? Wieso hat das so gemacht? Ach, hier. Irgendwas ist hier wieder. Wo ist denn das Fahrrad? Alter, jetzt klatsch doch nicht gegen das Auto, Mann! Du alter Fruchtzwerg! Die Tänzerhüfte ist wieder da, ich hab die vermisst! Oh, sweet, sweet girl, Tänzerhüfte! Ich brauch mal kurz ein bisschen Licht. Oi, oi, oi. Oh. Wo ist denn das Fahrrad? Ich hab ihr doch geholfen. Ich wollte doch nett sein zu ihr. Und jetzt schwurbelt ihr irgendwo durch die Gegend. Wäre cool, wenn ich nicht ins Licht könnte. Oh nein. Oh, Mücke! Fette Mücke! Warte mal. Oh shit. Da komme ich nicht mehr hin. Richtig fette Mücke flog hier gerade. Entschuldigung. Okay, Objective. Get to the bicycle. No. Okay. Resume. Da hinten ist noch eine Treppe. Hallo! Nein, Sackgasse! Outplayed! Oh. Oh boy! Wieso ist das denn... Wieso ist denn da oben alles dicht? Wo hast du dein scheiß Fahrrad geparkt? Normalerweise, wenn wir sie spielen, müsste sie ja wissen, wo sie das Fahrrad geparkt hat, ne? Da müsste sie uns eigentlich irgendwie einen Hinweis geben, wo das Fahrrad etwa ist. Normalerweise. Oh, da hinten habe ich gerade was rumfliegen sehen. Hier kommt doch gleich hier rüber, oder? Ich weiß, ich finde mich halt null zurecht. Da hinten ist sie. Das alte Knickebein. Schnakenbein. Schnakenbein Susan. Ich geh jetzt nochmal hier rein. Es geht noch weiter nach unten, natürlich. Das ist ja das, worauf wir alle gehofft haben. Da ist sie schon wieder. Die hat ihr Fahrrad wo geparkt? Und wieso ist ja... Hier ist halt null Licht. Und ich komme da nicht vorbei. Weil Schnakenbein. Da ist er da hinten. Das ist einfach nur Labyrinthspiel. Das ist einfach nur ein Labyrinthspiel, glaube ich, ne? Irgendwie. Du musst durch die sehr komisch geparkten Autos kommen. In der Hoffnung, irgendwie zum Licht zu kommen. Ja, ganz ehrlich, was... Ja, und hier komme ich nicht durch. Dich doch, Alter, was ist das für ein... Oh, Alter, okay.
okay, das ist echt ein beschissenes Spiel. Es tut mir echt leid. Ich mag Chiller's Art echt sehr gerne, aber das Spiel ist echt scheiße. Das ist nicht, ist keins seiner besten, sag ich mal so. Das Staubkorn ist mir zu groß, da falle ich erstmal hin eine Stunde. Dann sauft an die Schnauze! Natürlich, oh, ein Staubkorn! Entschuldigung, Prinzessin! Oh, ist das lästig! Oh, ist nur lästig! Holy shit! Kein Wunder, dass sie alle so wenig Freunde haben. Jetzt kommen die schon wieder! Ich geh jetzt hier runter, mir reicht's. Oh, wo hat die denn ihr scheiß Fahrrad? Kannst du mir das mal verraten? Hätte ich gleich hier runtergehen können? Wahrscheinlich schon. Da ist ein Auto mit Licht, das aber kein Licht von sich gibt. Hat die Scheinwerfer an, aber kommt kein Licht raus. Das sind die besten Autos. Oh, Junge. Da sind die Fahrräder. Aber... Wie... Architekt sollte man auch verprügeln. Wie komme ich denn da hin? Natürlich ist sie da. Natürlich ist sie genau da, wo man lang muss. Immer. Kommt die jetzt hier raus? Oder bleibt die da? Muss ich an der vorbei? Mit einer... Ja, komm, dann semmel doch darüber! Ganz ehrlich, tut mir jetzt auch nicht leid, wenn die abgeschlossen wäre, ne? Kann ich die zumachen? Ja. Wer parkt denn sein Fahrrad hier? Und wegen dem Scheißrad bin ich hier runtergelaufen, ja? Wegen dem Scheißrad. Die hat eine fette 8 drin. Und das wusste die. Das ist jetzt nicht überraschend. Oh, der Geist hat mir eine... Oh, der Geist wusste, welches mein Fahrrad ist und hat mir eine 8 rein... Das wusste die! Wenn du weinen willst, stell dich aufs U-Bahn-Klo. Es ist ein bisschen... Ja, komm, wir hauen ab.